wohin mein Herz mich führt. Der Himmel ist überall derselbe. Da macht es keinen Unterschied, wo man sich gerade befindet. Schon Jesus sagte, das Himmelreich ist in euch. Genau so ist es. Wir glauben, unsere Heimat, unser Zuhause, unsere Geborgenheit irgendwo zu finden. Oder wir vermuten sie da, wo wir einst glücklich waren, uns wohlgefühlt haben. Dies mag sein, doch unser Herz empfindet anders. Der Kopf, der Verstand hat seine Vorstellungen, doch das Herz weiß, egal, wo immer wir sind, das Leben zeigt es uns. Fühlt es sich gut an, dann sind wir richtig. Fühlt es sich nicht so gut an, dann weiß ein jeder, was zu tun ist. Wir handeln viel zu oft gegen unsere Gefühle. Nicht, dass wir etwas ausrichten könnten, nein, das meine ich nicht. Aber unsere Gedanken, denen wir immer wieder Glauben schenken, die stehen unserem Glück im Wege. Immer. Spontanität handelt in diesem Augenblick. Da wird nicht gefragt, da wird nicht überlegt, da wird gehandelt. Niemand handelt, Handlung findet statt, hier und jetzt. Das Leben weiß immer, wie es sich glücklich fühlt und vor allem wo. Letztendlich macht es keinen Unterschied, wo wir sind und mit wem, wenn da nicht diese Gefühle wären. Und wenn wir die beachten, wissen wir, weil das Herzgefühl weiß. Der Verstand glaubt zu wissen. In diesem Sinne ende ich mit einem Osho-Zitat. Wenn es keinen Spaß mehr macht, dann lass es sein.